Nico O, The One Hand Gamer. Name ist Programm. Let's play Skyrim mit The One Hand Gamer. Das ist meine Wenigkeit. Wir sind wieder da. Oder ihr seid auch mit dabei. Ich freue mich. Wir kümmern uns jetzt, wie ich schon in der letzten Folge angedroht habe, um das Fragment von Wutrad. Das heißt, wir müssen jetzt von Ivarstadt aus zur Trevas Wacht laufen und uns jetzt den Gefahren stellen, die uns auf dem Weg hierher begleiten oder halt entgegenkommen könnten. Aber vorher... Ich hab's nicht vergessen. Vorher bringen wir Drachenknochen und Drachenschuppen. Genau. Drachenknochen und Drachenschuppen in unser erstes Heim. Von vielen, muss ich dazu sagen. Oh, guck mal, hier Weißlauf sieht einfach zu geil aus. und dann ja, bringen wir dann hier in die Truhe rein. Und dann stürzen wir uns ins Getümmel. Nebenbei könnte ich noch was verkaufen, glaube ich, ne? Wäre, glaube ich, nicht die schlechteste Idee. So, hopp. Wo bist du? Truhe. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ja, Lydia ist immer noch da. Sehr schön. So, Drachen, wo bist du? Sonstiges. Dietrich, 20 Stücke. Oh ja, da muss ich auch mal zusehen, dass ich irgendwas am Land kriege. So, Eisenbarren. Gewöhnlicher Seelenstein, Granitstein. Habe ich die da eigentlich auch mit reingepackt? Nee, habe ich nicht. Die nehmen aber auch nicht so viel an Dings weg. Oh, Säbelzahn. Ja, da müsste ich mich auch nochmal. Hier sonst noch irgendwas? Schlüssel, Bücher. Ja, die Bücher kann ich auch mal weglegen. Zutaten, die nehmen dann jetzt nicht so viel weg. Ja. Waffe, Spitzhacke. Tatsache, ich habe die Spitzhacke noch. Geil ist das denn? Okay. Kommode. Ja, auf jeden Fall. Nein, hier. Beistelltisch. Da packe ich mal die Papierrolle rein. Nein, ich packe da... Ich packe meine Sachen. Granitstein, alle. Seelenstein, nein. Makelloser Ding, jawohl. Makelloser Granitstein, was? So, falsche Taste gedrückt. Kleiner Seelenstein, gewöhnlicher Seelenstein, Arantino. Da, genau, die Stücke auch noch. Supi. Okay. So. Das sollte eigentlich jetzt erstmal reichen. White Run. Um das Leder kümmere ich mich dann beim nächsten Mal oder so, bei Gelegenheit, jetzt auf jeden Fall nochmal zurück nach Ivarstadt. Und bei meinem Glück wird es gleich so sein, dass es wieder dunkel ist. Und dann, wie der Zufall es so will... Ah ja, gut. Warte mal. Ah, sehr schön. Gut. Wir haben es früh morgens 7 Uhr. Finde ich supi. Du musst ja gleich auf den Weg machen. Ein Hirsch. Ich sehe ein Hirsch. Ein Hirsch, der wegläuft. Nein. Ah! Getroffen. Ah, ich lasse die Waffe gleich mal gezückt, lieber. Man weiß ja nie. Aber cool hier. Hier, nehmen wir echt Leder mit. Fell. Wildbrett bräunig. Nordpfeil. Supi. Jetzt machen wir uns auf den Weg. Ist immer noch so saudunkel hier, Mensch. Übel. Ich mache wieder ein bisschen heller hier. So, jetzt kann ich besser kicken. Müssen wir hier auf die Geräusche achten. Dieses Zirpen der Grillen und auch die Melodie dazu. Ich finde... Oh, eine Hütte. Eine leerstehende Hütte. Ich finde einfach dieses Ambiente. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, um euch tot zu quatschen. Lachsbraten. Oh, jetzt habe ich es mitgenommen. Uhaha. Auch nicht übel. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es vergessen. Oh, entdeckt von wem? Versteckt. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz gucken, wo... jetzt müssen wir über das Gebirge rüber. Das hat sich jetzt nach einem Drachen angehört, kann das sein? Da oben. Oh, wenn ich Pech habe, greift er mich an. Das hören wir dann, wenn die Musik sich ändert. Dann hören wir, dass er uns an. Dann wissen wir, dass er uns angreift. Er
kreist direkt über mich hinweg. Supi. Einfach nur weiter schleichen. Und bloß ganz leise sein. Ein Hirsch oder ein Elch. Wie man es nimmt. Elch, Hirsch, ich habe keine Ahnung. So, da hinten hätten wir eine Brücke, aber ich übergehe die Brücke einfach mal. Nee, stopp, warte mal, wir können es ja nicht. PM. Das ist abends, ich Idiot. Einige von euch, die mir hierbei zugucken, wobei, was ich übrigens auch sehr schön finde, Grüße an dieser Stelle, haben bestimmt jetzt gesagt, so, hopp, nein, das war jetzt dunkel und so. Ja, ihr habt recht, jetzt nämlich hell. Uhaha. Viel besser. Viel, viel besser. So. Das ist jetzt eine der dümmsten Ideen, die ich hier habe, weil ich nämlich ganz schnell angegriffen werden könnte, wenn ich Pech habe. Aber es ist halt hier eine kleine Abkürzung und ich gehe jetzt einfach mal einen Schritt schneller hier, ganz ehrlich. Waffe ist ja gezückt, von daher, das passt dann schon. So, hier haben wir einen Weg. Da haben wir Zäune. Jetzt aber mal hier. Oh, hallo. Warte, warte. Nicht bewegen. Ha! Erwischt. Sorry, aber... ich brauche dein... oh, da ist noch einer. Wie ich den jetzt kurz gesehen habe, da hat sich das Geweih, ich habe das Geweih kurz so hochblitzen sehen, mehr oder weniger. Also das heißt hochblitzen. Der hat kurz hochgeguckt, ich habe das Geweih gesehen und dann habe ich halt, ja, ne, der Rest spricht für sich selbst. Huch. Da ist die Mühle. Können wir mal kurz hier anlaufen, es sei denn, hier sind welche. Ich höre Stimmen. Dass ich dort am besten jemanden finden kann, der mir das Malen beibringen kann. Es tut mir leid, Aduri. Aber dieses Jahr nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Nach der Ernte. Ich weiß nicht. Es ist zu viel zu tun. Weder nächstes Jahr noch im Jahr danach. Der Hof ist euch einfach viel wichtiger, als ich es euch bin. Die Malerei macht uns nicht satt. Aber unsere Erträge schon. Nur Geduld, Aduri. Eines Tages wird es soweit sein. Das verspreche ich. Ja, ich glaube hier, hier gibt es eine extra Quest. Hier muss man nämlich dann diese Pflanzen sammeln, die hier in Himmelsrand komplett verstreut sind. Eine gewisse Anzahl von diesen Pflanzen. Glaube ich jetzt. Ich habe das damals mal gemacht. Aber ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Jedenfalls hat mir diese Quest den letzten Nerv geraubt. Und das möchte ich mir jetzt hier nicht nochmal antun. Also nur ungerne. So, jetzt nochmal kurz gucken. Hopp. Zack. 11 Minuten. 11 Minuten habe ich noch auf meinem Tacho. Mal sehen, ob wir das schaffen, bis die 11 Minuten rum sind. Also jetzt innerhalb der 11 Minuten, ob wir es schaffen, hier ins Tor reinzukommen. Ah, oh, nee. Ins Tor sei schon. In die Burg. Und ich glaube, ich weiß, was das hier ist. Ah, ja. Scheiße. Das ist jetzt das, was ich... ah, oh, nö. Ah, na egal. Was? Ja. So, schon entdeckt. Tolle Nummer. Ihr werdet Himmelsrand nicht lebend verlassen. Die silberne Hand hat mich schon entdeckt. Tolle Nummer. Wo ist er? Ich zeig euch, wozu ein echter Ork imstande ist. Oh, verfehlt. Das ist ja...
Schwächling. Das gibt's nicht. Schon wieder. Ey, genau wenn ich schieße, dann... Jetzt aber. Dann bewegt er sich. Ich, oh, nee. Um von euch gegen mich zu kämpfen. Okay, gut. Das war jetzt nicht so geplant. Beziehungsweise, ach, was soll's. So. Initiative. Oh, ein Dietrich, ich werde bekommen. Und ein Süßkuchen. Ich habe leider keinen Hunger. Aber Dankeschön. So. Ich finde euch schon noch. Der Typ ist mir zu nah. So, wo bist du? Hast dich da direkt hinter der Pforte versteckt, ne? Oh, du Mistkerl. Gut, jetzt bin ich jedenfalls wieder versteckt. Ist auch gut. So. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie gucken, dass wir hier reinkommen. Ey, das weiß ich nämlich auch nicht mehr, wie das geht. Hab ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Falls du gerade einen von den Toten da angesprochen hast, ne? Den hab ich, ne? Also, weiß Bescheid, ne? Naja. Ich glaube, hier gibt es auch irgendwie eine Falltür oder so. Da muss ich da irgendwie von außen rein. Von außen. Hä, ja, wie denn sonst? Du Idiot. Oh, hey. Zu denen wollte ich hin, genau. Stadio. Bin von der falschen Seite gekommen. Seid ihr hier, um zu helfen? Ja, was ist denn hier los? Endlich ist Verstärkung eingetroffen. Ich hatte aber mit mehr gerechnet. Hoffentlich seid ihr gut. Naja, wir haben uns jetzt gegen, keine Ahnung, 4, 5 Leute gewehrt. Naja, ich bin der Beste. Pff, auf jeden Fall. Warum sollte ich euch helfen? Wir sind in den Krieg gezogen. Da sind diese Dreckskerle aufgetaucht und haben die Festung eingenommen. Boah, meine Familie ist da drin. Gut möglich, dass Bruarit dahinter steckt. Zwischen uns herrscht seit dem Tod des Königs böses Blut. Aber in mein Heim einzudringen und meine Familie zu entführen... Ja, das ist eine Sauerei. Das hört sich nach weitaus mehr als nur böses Blut an. Habt ihr einen Plan? Das Haupttor ist verschlossen. Ihr müsst also den Mineneingang hinter uns benutzen. Öffnet das Haupttor. Dann werden wir versuchen, euch zu unterstützen. Was bekomme ich als Gegenleistung? Ganz wichtig. Meine Familie bedeutet mir alles. Säubert die Festung. Dann erhaltet ihr die angekündigte Belohnung und dürft euch obendrein nehmen, was ihr wollt. Das klingt doch gut. Jupp, mach ich. Ich würde euch gerne mehr Hilfe anbieten, aber unser letzter Angriff missglückte. Jetzt sind nur noch wir übrig. Viel Glück. Gut, hinter... Ach, hier. Hier ist der Eingang. Oh. Tada. Scheiße. Ja, ich bin von der falschen Seite gekommen. Mein Fehler. Gut, wir sind jetzt hier drin. Wie viele Minuten haben wir noch auf dem Tarot? I'm looking for freedom. 6 Minuten. Folgenende. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier bei Skyrim in der Folge 28 und ja, gucken mal, was wir hier so alles reißen können. Öffne das Tor. Hey, okay. So. Wird er nicht angezeigt? Wieso wird er nicht angezeigt? Warte mal. Das haben wir gleich, das haben wir gleich. Ich muss irgendwie an den Torhebel in Trevers Wacht kommen. Gut, das passt aber so, glaube ich. Ja, da müssen wir jetzt nicht wieder raus. Also, Stopp an dieser Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dankeschön bis hierher fürs Zugucken. Haut Kommentare drunter, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, ist auch okay. Ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Bis dahin, gehabt euch wohl. Auf bald, auf Wiedersehen und tschüss.